Salve, liebe Gäste aus nahen und fern. Ich begrüße Sie im Namen der Stadt Oberriksingen ganz herzlich zu unserem römischen Ernte-, Schiffsbau- und Handwerkerfest. Das kleine Museum Römerkeller ist der erhaltene Teil einer Villa Rustica, eines großen römischen Gutshofes. Und so steht auch in unserem Fest im Mittelpunkt der Getreideanbau und der Transport an erster Stelle. Ja, zu den Besonderheiten dieses Festes. Es wird abgehalten von Oberriksinger Bürgern, den Civis Romanorum. Und diese Bürger, die waren in den letzten Tagen, das konnten Sie selber sehen, sehr aktiv, haben die ganzen Hütten aufgebaut, haben für die Bewirtung gesorgt und das ist was ganz Besonderes. Unsere Vereine, die Collegia, bieten Ihnen nicht nur landauf, landab geschätzte Rote oder andere Dinge, sondern sind auch fit im Kochen von römischen Gerichten, frei nach Apicius, dem römischen Schreiber eines Kochbuches. Und jetzt möchte ich Ihnen noch die Handwerker vorstellen, die heute Nachmittag vertreten sind. Es ist ein Drechsler, der führt den Bau von Dreschflegeln vor. Dann haben wir die Soldaten des Numerus Britonium aus Welsheim. Die geben Einblick in ihre Schreibstube und in das Exerzieren. Ganz besonders ein Stand mit Oberriksinger Mulzum vom Weingut Sterk. Nach antiken Rezepten hergestellt, wohlgemerkt nicht aus Most, sondern aus Riesling. Dann haben wir die Färberei in der Antike, zeigt Ihnen Stoffe, Färbemittel und Methoden der Einfärbung. Wir werden römische Spiele für Kinder anbieten. Wir haben Herrn Haug aus Großgladbach als Drechsler. Wir haben als Schiffsbauer Richard Oehler, Herr Heuberg und Herr Noller. Und wir haben als Orakelfrau Monika Balzert. Der Pistor, unser früher Gemeinderat Kilian, Franz Kilian, wird vorne am Römerhofen für Sie tätig sein. Und dann haben wir für Kinder die Friseusen. Und es gilt auch für Ältere, für die etwas gesitterten Damen, auch da können Sie sich heute noch eine neue Frisur zaubern lassen. Den Deichelbohrer begrüße ich auch, Herrn Manfred Oesterle. Und ich freue mich auch, dass die Bänkchenweberei da ist mit Frau Hilke Eckert. Färben in der Antike wird Ihnen präsentiert von Frau Dr. Dudlinger. Und wie gesagt, schauen Sie sich auch mal den Bootsbau, den Bram an, den die Herren in mühsamer Kleinarbeit in den letzten Tagen und Wochen hergestellt haben. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß an unserem Römerfest, viel Vergnügen und bleiben Sie im Schatten und trinken Sie viel.
Herzlich willkommen im Gottesdienst im Grünen.